Hallo und herzlich willkommen zurück bei XCOM 2 Long War of the Chosen. Ich bin's, der Black. Ja, wir sind hier auf der Avenger. In der letzten Folge hat unser Beta-Team müsste das sein, es wieder mal geschafft, eine Mission erfolgreich zu sammeln. Hat jede Menge Vorräte mit nach Hause gebracht. Die werden wir direkt investieren, indem wir hier das erste bauen. Nämlich, ich habe mir einen kurzen Plan gemacht. Ich baue da eine Guerilla-Taktik-Schule rein, weil ich es kann. So. 150 Vorräte. Der Guerilla-Taktik-Schule eingeleitet. Genau. Damit ist unsere Energie auch schon fast erschöpft. Das war aber abzusehen. Deswegen arbeiten wir hier ja dran, an die Energieschule da ranzukommen. Aber immer eins nach dem anderen. So. Wir haben auf jeden Fall einen Hinweis entdeckt. Das sind unsere Ziele momentan. Advent-Schattenprojekt-Autopsie. Da sind wir noch lange nicht dabei. Regionen von der Advent-Kontrolle natürlich und den Widerstand aufbauen. Auch da müssen wir noch einiges tun. Ich denke, wir gehen mal auf die Karte. Lassen die Zeit ein bisschen vorlaufen. Diesmal aber nicht mehr schneller bauen. Setze Nein. Kurs auf die indische Region. Wir können wieder ein Team irgendwo aussenden. Das werden wir auch tun. Wir haben immer noch nur 49 Info, deswegen warte ich da auch noch ein bisschen. Oh, ich dachte, die Vorratslieferung kommt eher. Nein, wir gehen in das nächste Teil. Ein weiterer Gefangener, ein Wissenschaftler diesmal, der hoffentlich endlich unsere Forschung ein bisschen vorantreibt. Okay. 7 bis 9. Nur 97% infiltriert. Die sind wachsam. Keine Truppfarmung. Wir versuchen es trotzdem so. Ich will jetzt hier nicht noch 25 Info ausgeben. Das ist mir nicht wert. Wir haben ja einen Shinobi dabei, glaube ich. Auszuschalten. Sichern Sie das Gebiet und geleiten Sie die VIP in Sicherheit. Menes 1-5, schicke Zielkoordinaten. Sichern Sie die VIP und begeben Sie sich zur Evakuierungszone. Also sorry Leute, ich habe nur gerade gesehen, ich saß ein bisschen ungünstig auf dem Bildschirm. Ich habe mich mal unten an den Rand gesetzt, sieht irgendwie günstiger aus, sieht besser aus. Haben wir mal so gemacht. So, wir haben mit dabei... erstmal keine Trupptarnung, die ist von Haus aus deaktiviert, weil wir nämlich sowieso den entsprechenden Wissenschaftler auch schon dabei haben und müssen uns jetzt mehr oder weniger zur Evakuierung vorankämpfen oder schleichen, je nachdem. Wenn wir keine Leute sehen, ist das auch gut. So. Die zwei arbeiten zusammen wie Teile einer Maschine. Solange wir sie gemeinsam auf dem Schlachtfeld einsetzen, werden sie diverse taktische Vorteile erlangen, je stärker ihre Bindung wird. Ganz genau so ist es. Hier geht es zum Beispiel um Zodak und, glaube ich, Reckoner war's. Der Findilator, genau. Der Findilator war's. Okay, aber zuerst einmal werden wir uns um unseren Shinobi kümmern. Wir haben mit dabei Reckoner, Bolte Black Mask als Ranger, Harry Fendler als unseren, also der Findilator als unseren Techniker, unser Healer, Alena, unser Sturmsoldat. Wir haben Zodak, unseren Scharfschützen. Den dunklen Lord Sauron, einen Techniker mit Raketenhandschuh. Und der Wolfman Mondwolf, der als Shinobi unterwegs ist, den wollten wir die ganze Zeit haben. Maria Costa ist noch Rekrutin und sie ist aus der Reserve zu uns gekommen. So. Aber wir gehen mit dem Shinobi allmählich voran. Wie gesagt, dran denken. Der Shinobi ist der Einzige, also Mondwolf ist der Einzige, der hier eine Tarnung hat. Das heißt, wir sollten es nicht übertreiben. Nichtsdestotrotz werde ich trotzdem hier ein paar Meter machen. Wir wollen ja vorwärts kommen. Und Mondi war irgendwie ein bisschen eingeklemmt. So, okay. Hat nichts gesehen, nichts gebracht. Wir können weiter vorrücken. Jawohl! Ich werde Sauron mal etwas weiter nach vorne schicken. Habe Blickkontakt zu einer Advent-Stellung. Alles klar, wir haben auf jeden Fall schon mal Leute gesehen. Das ist jetzt, ja... Verstanden! Ungünstig würde ich es nicht nennen, aber... Und ab geht's! Es hätte besser laufen können, würde ich sagen. Vor allem, da es zwei sind. Darky nehme ich mal hier vor, den werde ich noch nicht großartig bewegen. Den habe ich aber jetzt absichtlich bewegt, damit er keinen Reflexschutz bekommt und versehentlich irgendwas triggert. Du gehst hier hin. Unseren Schützling werden wir selbstverständlich etwas zurückhalten. Bewege mich vorwärts! So. Holozielen dürfte eigentlich nichts aktivieren. Das heißt, wir werden
mal Holozielen aktivieren. Hätte vielleicht auch auf den, aber den sehe ich ja gerade gar nicht, den Sektor. So. Das geschieht quasi heimlich. Gebe Feuerschutz! Da passiert nichts. Die können laufen. Und durch Holozielen ist er halt leichter anvisierbar. So, lauft schön nach vorn, das ist okay. Ich denke, mit 4 Gegnern sollten wir auch fertig werden. Ich trigger direkt hier. Auch hier. Okay. Dann werden wir den Wolfi ein bisschen in die Richtung ziehen. Nähere mich der Zielposition. Der ist ja als einziger noch getarnt. Der sollte es nach Möglichkeit auch bleiben. Dich ziehen wir. Triggerst auch hier. Okay, dich ziehe ich mal hier rüber. Die Maria. Ja, darf ein bisschen Einzelgänger sein. Gehört ja eh nicht zum Team. Die ist ja noch Reserve. So, okay. Wir werden dich in den Feuerschutz geben. Na los, zeigt euch! Und eigentlich alle anderen auch. Ich will aber, bevor ich Feuerschutz gebe, mal gucken, was ich hier so hacken kann. Getarnte Truppsignale oder Blitz. Nochmal Blitz, getarnte Truppsignale. Ist beides dasselbe. 91%. Will ich das? Ich nehme infiltriere Zugangspunkt. Ich bin nämlich eigentlich. Trupp erhält sofortige Verbogenheit. Also wenn wir besser im Hacken wären und diese 30% holen würden, wären wir alle in Verborgenheit und könnten irgendwie durchschleichen. Gut, wollen wir ja eh nicht. Ein gescheiterter Hackversuch verleiht allen Feinden allerdings den Mobilitäts- und Verteidigungsschub. Wäre nicht so gut, deswegen versuchen wir den Blitz, denn einmal Sturm und Schuss für jeden ist durchaus eine hilfreiche Fähigkeit. Wir hätten das mit der Verborgenheit offenbar auch geschafft. Der Ventilator hat seinen Job gemacht. Geschafft. So. Alle anderen gehen in den Feuerschutz. Smart Overwatch Alt. Dadurch, dass wir bereits keine Tarnung haben, ballern wir schon fleißig drauf los. Konzentriere dich. Ziel neutralisiert. Ja, das habe ich auch schon festgestellt. War nicht so gut, wie ich gehofft habe. Die beiden sind übrigens... Doch, jetzt sind sie aktiviert. Die beiden waren noch nicht aktiviert. Hätte mich gefreut, wenn sie nicht bleiben. Oder wenn sie bleiben, weil... wir haben ja von den anderen Team immer noch einen übrig gelassen. So. Ja, hier hat es den Alene. Oh verdammt, da kommt der nächste Trupp. Und da hinten steht ja auch noch was. Tropas de Advent detectadas. Puedo intentarlo. So, ich kann zweimal schießen. Dummerweise auf die, die ich erstmal nicht aktivieren will. 50% nützt mir nichts. Einmal. Nein. 65, 50. Also 65% könnte ich noch vielleicht schaffen. Wir versuchen es einmal mit einmal schießen. Und dann können wir ja immer noch eine Granate schmeißen. Ja. Fehlschuss. Ja, hast du fein erkannt. So. Jetzt wird es hell. Desorientieren wir mal die Feinde. Ich kann jetzt natürlich auch nicht vorrennen, weil einerseits hier was steht und andererseits hier was steht und der hier Typ da hinten auch noch. Da nützt mir das Sturm und Schuss gerade nichts. Wir gehen trotzdem mal auf den Dingens. Können den da hinten wenigstens ausschalten mit 100%. Ich glaube, das werden wir tun. Dann ist der wenigstens aus dem Weg. Habt ihr das gesehen? Also ich hab's schon gesehen, hast du gut gemacht. Tod von oben bedeutet, ich habe noch eine Zusatzaktion. Ich kann entweder nachladen oder vielleicht mal jemanden noch mit Holozielen anvisieren. Vielleicht treffen die anderen dann besser. Das ist vielleicht gar nicht mal so doof. So, okay. Das sind die beiden. Die will ich eigentlich noch nicht. Aber wir könnten eigentlich hier...
Könnten wir oder könnten wir nicht? Wir könnten. Der ist für dich! Was weg ist, ist weg. Hat zwar ein bisschen Beute zerstört, ist aber egal. So. Und damit ist natürlich das Ziel hier auch kein Problem mehr. So, unsere Reserve verdient sich ihre Beförderung. Sollte es zumindest gewesen sein. So. Wir können weiter vorziehen. Und hoffen, dass wir diesmal besser treffen. Jawohl, versklavte Artgenossen. Feuerschutz bestätigt. Die stehen aber auch alle zusammen. Okay, ich gehe. Also unser Ventilator. Ebenfalls in den Feuerschutz. Du bist ein bisschen desorientiert. Hast sowieso nur eine Schrotflinte mit. Wir gehen trotzdem vor. Gleich triffst du ja trotzdem irgendwas. Im Moment sind die ja eh alle recht flankiert. Mit dem könnte man eigentlich vorwärts gehen. Wir haben noch 5 Gegner. Hier waren 3, da sind 2, das sind alle. Das heißt, wir gehen hierher, selbst wenn er aufgedeckt wird, ist das vollkommen okay. Weil wir brauchen keine Aufklärung mehr, wenn kein Gegner mehr da ist. So. Ich hab es. So, dich nehme ich schon mal ein bisschen vor. So. Oh, sind die fix. Als wäre es geplant, dort in die Evac-Zone zu flankieren, ne? Da kann da wohl nicht wahr sein. Die Toten finden keine Ruhe. Die Aliens können sie per Gedankenkontrolle steuern. Sie haben mich. Und damit haben sie sich auch aktiviert. Ja, der kann Fähigkeiten auch einsetzen, ohne dass er eingesetzt ist. Das war ein bisschen ungünstig. Ich wurde gestört. Da war ich wohl zu gierig. So. Ich habe immerhin ein Ziel zu 100%. Das nehmen wir mit. Leider nur 3 Schaden beim Offizier, aber wir können ja nochmal schießen. Na, so sieht's doch gut aus. Neutralisiert. Einer weniger. Bleiben noch 1000 mehr. Hier kriege ich einen flankiert. Hier kriege ich sogar 2 flankiert. Ich gehe mal hier hin. Einer reicht mir ja erstmal. Wird schon nichts passieren. Na? Jetzt ein bisschen Daumen drücken. Hat geholfen. Bewegt er sich auch nicht mehr. So, der ist hinüber. Sturm und Negativ. Schuss. Mit Sturm und Waffe Schuss kommen wir hier vor, aber irgendeiner ist da immer noch im Overwatch. Der Günterlauer hat schon die blitzschnellen Reflexe. Es dürfte also nichts passieren, wenn wir hier mit Sturm und Schuss rangehen und den Zombie wegballern. Der da ist im Overwatch. Okay. Wir probieren es einfach mal. Und dafür haben wir die Reflexe, ja. So, und hier in Deckung. Aha, me muevo. Genau. Blitzschnelle Reflexe. Erledigt. Okay. Zombie 100%. 4 bis 6 Schaden. Naja, hoffen wir mal das Beste. Und erwarten das Schlimmste. Der Zombie wäre übrigens auch umgefallen, wenn wir es geschafft hätten, den Sektoid auszuschalten, den wir jetzt ganz instant mal eine Kugel verpassen. ...70%, Daki. Ach, komm schon! Das geht besser. So, wir haben noch 3 Gegner am Start. Wo ist denn eigentlich dein... Du müsstest doch auch Sturm und Sif bekommen haben, oder? Nee, nicht. Nur der eine Soldat. Kann auch sein, dass ich mich da verlesen habe. Leider haben wir keine Rakete mehr übrig. Wir könnten versuchen... Kriege ich hier irgendwo... Warte mal, ich gehe mal kurz hier drauf. Wechsle Position. Nein, du Idiot! Na gut, dann... übrigens war ich der Idiot, ne? Ich hätte es auch anders lösen können. Okay, Sauron war wieder zu voreilig. Bleibt stehen, wo er ist.
Wir gehen hier vor, da haben wir mit Maria Costa gleich ganze zwei Gegner, die offen sind. Ein Advent-Soldat, noch ein Advent-Soldat. Was war das andere? Ich nehme den Advent-Soldat, weil ich es kann. So, du bleibst mal bitte stehen. Wir können mit Gerechtigkeit hoffentlich diesen hier. Für die Gefallenen! Jawohl! Einmal aufschlitzen. Und einmal noch ein bisschen vorgehen. So, wir hätten nur noch dich. Du könntest natürlich mit einem Flashé-Angriff 8 bis 10. Ja, du könntest nicht nur, du wirst mit einem Flashé-Angriff 8 bis 10 den erledigen. Also, Mundwolf, Abmarsch! So habe ich mir das vorgestellt. Ich habe ihn erwischt, oder? Ja, in der Tat. So, wir können, da niemand mehr da ist, einfach zur Evac-Zone vorstürmen. Werden wir auch machen. Okay. Nehmen wir mit. Bin dabei. Bendy lädt mal nach. Holen wir sie uns. So. Geht in Ordnung. Du sammelst den das hier ein. Gut, wunderbar. ¿Por qué me toca hacer de mula de carga? Es wird natürlich Zeit, den Darky abzuziehen. Und Sauron kann sich jetzt auch ein bisschen voll bewegen. Los geht's! Der hat ja auch schon richtig reingeknallt hier, ne? Die Rakete hat schon was gebracht. Kann man nicht meckern. Mondwolf kann sich schon mal hochbegeben. Die anderen kommen auch gleich. So. Hier könnte man eigentlich nochmal nachladen. Ja, Maria für ihren ersten Auftritt, ne? Hat Maria Costa doch eine recht gute Performance hingelegt. Kann man echt nicht meckern. So, unser Wissenschaftler geht hier vor. Reckoner. Eine große Distanz. Ja, aber absolut. Du bist der Einzige, der noch da ist. Wir warten natürlich auf alle. Scanne Gebiet. Wär's ja noch, dass wir hier alleine loslegen. Warte mal, wir können mal hier mit ihm gleich die Abkürzung nehmen. Ein nützliches Werkzeug. Den wir nämlich etwas schneller haben, den aus dem Weg. Oder sie. Entschuldigung, Reckoner. Na? Na gut. Gehen wir eines nach dem anderen. Kann ich schon hoch? Ich kann schon hoch. Oh. Maria ist auch eine recht schnelle, ne? So. So. Sporte los! So. Sporte los! Ja, estoy. Scharfschütze muss natürlich hinterher. Bestätigt. Okay, bin unterwegs. Alles klar. Gut. Mir nächste Runde. Nichts. So, ich zieh den mal hier ein bisschen rüber. Darky nähert sich. Und ab geht's. Du gehst drauf aufs Bestätigt. Dach. Bestätigt, drücke aus. Du gehst ebenfalls drauf aufs Dach. Los, los, los. Warte mal, wo du hingehst. Bin gleich da. So, müsste es gewesen sein. Darky steht nach unten. Dann einmal so. Ich hab da gedrückt, oder? Biete Feuerschutz. Jetzt habe ich gedrückt. Okay. Ist nämlich egal, dass jetzt bald Verstärkung kommt. Wir sind raus. Schon dabei. Eine, ja, ich glaube, das ist die schnellste Mission, die wir bisher hatten. Aber nicht desto trotz die nicht weniger erfolgreichste. Wir haben einen Wissenschaftler. Vielleicht die ein oder andere Beförderung. VIP ist in Sicherheit. Meines 1-5 Status bestätigt. Mission erfüllt.
So, in one on the, of the Advent Soldier Procession, you discovered one of Dr. Valens Datapads. Also wir haben ein Datapad von Dr. Valen, das ist die Vorgängerin von Tigen, von XCOM 1 gelesen, die, ja, da finden sich, ja, Testsubjekte mal wieder, 23 Alien-Legierungen. Mit den Testsubjekten werden wir noch genug Ärger haben, da können wir auch mal 23 Alien-Legierungen kriegen. Und 3 Punkte, sehr schön. Wir machen ein Einsatzfoto, na, selbstverständlich. So, im Regen, ein Segen. Aha, die am meisten ausgesetzt, Rickerner und der ist auch das Killstealer. Einen Abschuss habe ich geschafft, mehr aber auch nicht. Aber dafür 9 verursachten Schaden, naja, immerhin. Wie die auf Faust aufs Auge hat Fendilator reagiert mit einem Abschuss. Alena war auch Alena mit einem Abschuss dabei. Er hat aber auch ein bisschen Beute aufgesammelt. Sehr schön. Ducky, der Falke von oben, natürlich. So. Sauron hat noch gar kein Foto. Das wird Zeit. Klick, klack. So, Foto in der Warteschleife. 2 Abschüsse, 13 verursachte Schaden. Meist gehasste Einheit Sektoid. Jo, hat er ja ordentlich reingeballert. Abschussassistent und mutwillige Zerstörung. Mondi, der auch keine schlechte Leistung geliefert hat. Boah, voll der Coole hier. So, ein Abschuss. Meist gehasste Einheit, nah genug und hinterhältig. Gut gemacht. Und Maria Costa, die noch gar kein Foto hat. 2 Abschüsse. Sehr gut. Nicht schlecht knirps auf jeden Fall und überqualifiziert. Kann man echt sagen, hast du eine gute Leistung abgeliefert. So. Weiter. Advent-Vertreter kündigten heute eine Erhöhung der monatlichen Rekrutierungsquote an. Die Bürger werden aufgerufen, sich freiwillig in ihrem Rekrutierungszentrum zu melden. Nur gemeinsam können wir eine bessere Zukunft schaffen. Vielleicht. Das war Operation Verlorener Vater. Wir sind wieder mal erfolgreich durchgekommen. Energierelais steigern die Energiekapazität um 10, wenn sie auf einer Energiespule errichtet werden. Genau das will ich ja machen. So. Gut so. Über unseren heutigen Sieg wird meine Krieger stolz machen. So, wir haben Sauron mit einer Beförderung, wir haben unseren Rekruten mit einer Beförderung und den Mondwolf. Machen wir alles im Dingensbildschirm, weil wir noch einen Rekruten dabei haben. Ein fortschrittliches Laservisier plus 10 Trefferchance. Ja, nicht schlecht. Ein fortschrittlicher Stecher plus 7 auf seine Zielsicherheit gegen Reflexschüsse. Hebt da den übrigen Malus eben nicht auf. Danke für das zusätzliche Personal zu meiner Unterstützung, Commander. Ich werde es sinnvoll einsetzen. Dr. Mehmet Genk verkürzt die Forschungsdauer um glatte 33% bereits jetzt. Ne, je weniger es mehr, je mehr es wären, desto weniger effektiv wird es. Aber ja, der erste, der haut schon rein. Ne? So, wir machen die Forschung noch. Mit der Zeit kam die Advent-Propagandamaschinerie ins Rollen. Es strömen immer noch zahlreiche Migranten in die Städte. Mittlerweile müssen sie die Leute wohl gar nicht mehr überzeugen. Ich weiß nur nicht, ob mir ein paar warme Mahlzeiten und ein Heilmittel gegen Erkältung einen Chip in meinem Kopf wert wären. Vielleicht nicht. Aber was ist mit den Todkranken? Den Alten und Schwachen? Die Aliens bieten ihnen etwas, was wir nicht haben. Etwas, wofür viele Menschen alles geben würden. Da irren Sie sich, Doktor. Wir bieten Frieden. Auch wenn das bedeutet, weiter menschliches Leid in Kauf zu nehmen. Ich hoffe, Sie sehen es genauso. Ja, ich hoffe es auch. Ja, wir haben 3 Beförderungen, die machen wir noch schnell. Fangen wir mit Maria Costa an. Die hat 81 Aim, ist sehr schnell. Ich glaube, das könnte unsere Reserve Shinobi werden. Oder eine unserer Reserve Shinobi. Entsprechend werden wir sie auch trainieren. So, wunderbar. Wenn uns mal Shinobi ausfällt, haben wir einen in der Reserve. Sehr gut. Der Dunkle Lord Sauron ist ein Techniker, der eine Beförderung hat. Und zwar kriegt er gleich Knalls. Klar. Aha. Mondwolf. Keine Waffenverbesserung, nur zu befördern. Bekommt den Klingenmeister als Shinobi. So, sehr gut. Ein Trupp ist noch unterwegs.
Und der zweite müsste eigentlich auch schon zu Hause sein. Genau, Alpha und Beta sind momentan einsatzbereit. Den Alpha-Trupp, den werden wir gleich mal einen neuen Soldaten zuweisen. Der bekommt schließlich... wen bekommt der? Der sollte eigentlich... Wen sollte der denn bekommen? Richtig noch nicht drin? Ja, genau, Dave Schachtig. Genau, den Grenadier. Okay. Alpha-Trupp ist wieder vollständig. Sehr gut. Gut, dass wir es nicht vergessen haben. Wir könnten schneller bauen, wir könnten aber auch rausgehen und wir könnten auch mal die Folge beenden. Endlich mal eine kurze Folge. Ja, das ist sonst immer so 45 Minuten. So langsam wird es Zeit, dass wir mal wieder auf vernünftiges Niveau kommen. So wie jetzt. Leute, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielleicht wird die auch so schnell. Ich versuche, wie gesagt, halbstündige Missionen zu sehen. Wenn ich sehe, dass ich bald fertig bin in der halben Stunde mit der Mission, dann mache ich halt weiter. Wenn ich aber merke, ja okay, das ist eine lange Mission, wir werden noch eine Weile damit beschäftigt sein, wird es Schnitte geben. Heute nicht. Heute gehen wir raus aus der Folge. Daumen nach oben da lassen, Abo da lassen, wenn ihr es noch nicht habt. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.